Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Rob übt Terraner auf der erneute Aufrolle gegen den Ascension. Ein Brodos macht seit langer Zeit ein Platin Brodos gegen einen Platin Terraner. Das kann ja lustig und heiter werden. So, wir machen bei Brodos die Two Barracks Eröffnung schön mit den Reapern. Vielleicht bringt es ein bisschen was. Ich hoffe es mal schon. So, bauen, dankeschön. Gas dann bei Barracks Eröffnung nach der ersten Barrack oder während der ersten Barrack. Und die zweite Barrack bei 17 EBFs. So, einen können wir noch reinknallen. Und dann kommt die Barrack. Am Anfang der Run ist echt ruhig. Aber dann mittendrin wird es richtig knüppelig. Hallo Mineralien, danke. So, und jetzt kommt dann gleich die nächste Barrack. Die verstecken wir mal hier hinten. So, haben wir die auch. Ja, als ob es ahnt, ne, dass da hinten was steht. Möchte er mir das Gas klauen? Ne, möchte er nicht. Möchte er Cannon rushen? Ne, möchte er auch nicht. Dann ist ja alles schick. Mich stressen möchte auch nicht. Die hat er jetzt gesehen. Raus kommt er nicht mehr. Nicht mit Satellitenzentrale, das ist wichtiger. So, nächste Mikro dazu. Du kannst wieder rein, du baust mir noch eine Fabrik schnell. Und dann gucken wir mal vor. Aber er dürfte theoretisch nichts gehen. Er hat sich gescoutet. So, ein bisschen was haben wir bekommen. Sehr schön. Gescoutet haben wir nicht viel. Tech Labs nehmen wir dran. Hier nehmen wir kein Tablet. So, sollten dann hier vorne schon mal ein bisschen enger machen. Hat er eine Echse? Hat er nicht? Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Gruppen und Tanks und Turrets und ein Adept, das geht nur noch. So, das Türmchen steht gleich, das ist sehr gut. Der erste Tank kommt gleich, das ist noch besser. Stim kommt. Wir brauchen nur noch viel mehr Minerals. Satellitenzentrale kommt. 1-0 kommt durch. So, genug Gas haben wir. Noch ein Tank. Wir können noch zwei Arbeiter ran.
Wir brauchen unbedingt Truppen. So, da hat er nichts bekommen. Und die schicke ich nochmal vor. Los geht's. Aufgedeckt und einsatzbereit. Wir sind geliefert. Durchgeladen und entsichert. Hier komm ich. Nur zu. So, den dazu. Dann kommt jetzt natürlich dieses schöne Stargate. Noch ein Tank dazu. Mehr BBFs, mehr Mule. Mehr Gas. Noch ein paar Depots. Und dann gehen wir auf Flieger. Denn nur Flieger bringt's. Noch mehr Arbeiter, viel mehr Arbeiter. Sein Push hat ja nicht so viel gebracht. Also sind wir da eigentlich safe. Der kann es mir oben noch hinstellen, falls er hochblinken will. Fusionsreaktor brauchen wir noch. Und dann nehmen wir halt noch ein Stargate. Doppel-Stargate ist immer besser. Brauchen wir dann noch Doppel-Gas. Und Mule müssen wir schmeißen. Und die dritte können wir nehmen. Ein paar Marines dazu, denn Minerals haben wir eigentlich immer übrig. Denn die Kreuzer, die brauchen einfach nur viel Gas. Und zu Blei. So, der erste Kreuzer geht gleich raus. Der erste Kreuzer kommt. Die ersten Upgrades kommen. Und wir brauchen noch ein paar mehr Arbeiter. Und der zweite Kreuzer kommt. So, noch ein paar Depots. Hier haben wir irgendwo einen Untätigen. Du kannst was mitmachen. Noch ein paar Marines. Gleich noch den nächsten Kreuzer mit rein. Ja, 400, aber das ist gleich da. So, jetzt haben wir's. Uns fehlen jetzt einfach dann nur das Gas. Also müssen wir dann unbedingt bei der dritten noch Gas meinen. So, hier können wir schon mal das gleich andrücken. Ich hoffe mal, er geht auf Kolosse. Er könnte mich natürlich auch komplett hier schon gescoutet haben, ne? Das ist halt die nächste Frage. Hat er mich schon gescoutet? Können wir schon mal runterfahren. Hier 5000 BBFs mit dahin. Denn hier können wir ja Mule schmeißen. Euch bitte nicht. Danke. Wie viele Kreuze haben wir denn? Noch nicht genug. Aber Mule können wir schmeißen ohne Ende. Das ist schön. So, noch ein paar Depots, noch ein Kreuzer. Jetzt haben wir drei Kreuzer und wir haben 1-1 durch. Ja, Mato kennen haben wir vorher nicht gemacht, ne? Nehmen wir mal jetzt. Nehmen wir schon noch die nächste Echse. Nehmen wir schon mal noch Barracks dazu. Als kleines Follow-up. Hier noch zwei dran, da noch zwei dran, jetzt haben wir genug Gas.
Ihr müsst hier wieder arbeiten. Mehr Marines dazu. Wer hat die Flotte gerufen? Ich habe die Flotte gerufen. Ihr könnt hier runter mit. Da sieht es auch gut aus. Die vierte kommt. Wir spielen einfach schön Makro-Style. Und hoffen nicht zu sterben. Techlab, Reaktor, Reaktor. Schilder erforschen. Techlab. Wo ist eingebaut? Oh, das ist schlecht. Dann fahren wir die nochmal rum. Nein, ich will die rumfahren. Sonst klemmen nachher Marines da drin. Das muss ja auch nicht sein. So, jetzt müssen wir mal mit denen schon ein bisschen gucken. Wobei, die bauen wir zu Hause. Wer hat die Flotte gerufen? Wir können ihr schon mal hier runter. Ah, ich bin diesmal echt makrolastig, das ist gut. Ich bin nur so lernt man das Spiel. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Benötige weitere Depots. Wer hat die Flotte gerufen? Wir brauchen noch mehr Depots. Nicht genügend Mineralien. Okay, jetzt sind wir eh 200. Ach wirklich? Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Benötige weitere Depots. Durchgeladen. Sie wünschen? Forschung abgeschlossen. Kurs ermittelt. EBS einsatzbereit. Durchgeladen und entsichert. Die kaufe ich mir. Mach die alle. Und nun? Sie wünschen? So, die Kreuzer können mit vor. Nur meine Barracks sind mit auf eine andere Gruppe gerutscht. Ach, ich mag das nicht, wenn das passiert. Erde als Storms, aber das ist okay. Theoretisch kann ich ihn jetzt mit Marines fluten. Durchgeladen und entsichert. Ich kann's kaum noch erwarten. Durchgeladen und entsichert. Auf dem Weg. Energie. Wer hat die Flotte? Jetzt geht's rund. Bestätigt. Ja, Commander. Geschwader unterwegs. Zeit auszurücken. Okay. Jawohl. Wird gemacht. Gleich knallt. Energie. Bin unterwegs. Come on, Baby. Worauf soll ich ballern, Sir? Ja, Commander. Lassen wir es krachen. So, da ist schon ordentlich verloren an meinen Kreuzern. Nicht genug des Blingas. Nicht genug des Blingas. Ich habe nicht genug Gas. Das heißt, ich brauche nur noch Marines. Nicht genug. Oh, es geht los. Durchgeladen und entsichert. Hier komm ich. Zeit auszurücken. Mineralienfeld erschöpft. Oh, es geht los. Gehen wir zurück nach Hause. Base rausgenommen. Erschöpft. Wir müssten jetzt eigentlich ein paar Medivacs mal bauen. Mineralienfeld erschöpft. Da könnt ihr alle hier hin. Durchgeladen und Sie wünschen, ja, Commander. Dann jagen wir die mal noch vor. Bestätigt. Und nun, was ist los? Verstanden. Immer langsam. Geschwind.
Wagen unterwegs. Ach, wirklich? Energie. Wird gebraucht. Das Pulverisier erschöpft. Jawohl. So, das geht doch gut voran hier. Kreuzer. Kann's kaum noch erwarten. Worauf soll ich ballern, Sir? Die gucken jetzt mal vor. Wir haben so viele Minerals, ich kann noch so viel Echsen. Hier oben ist alles leer. Das heißt, wir können evakuieren und gehen hier hin. Was ist los? Könntest du wieder springen gleich, ne? Dann springt ihr schnell. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. So, ihr springt jetzt mal schon hier rein. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Es ist eine Falle. Ja, Commander. GG, da haben wir wohl das Spiel gewonnen. Sehr schön. Ja, Echo-technisch müsste man viel besser gewesen sein, ne? APM-technisch, da Terran, da muss man nicht so viel machen, habe ich das Gefühl. Wert der Armee, ja, da war ich besser. Apparate Ressourcen, da war ich um einiges besser. Upgrades haben wir fast gleich. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu und tschüss, euer Rob.